So, nehmen wir schon auf? Ja. Gut. Hallo. Ein bisschen behindert aus. Also ja, gut. Das ist, passiert mir öfter mal, dass es behindert aussieht. Meistens bin ich das aber nicht, sondern jemand anders. Ja. So, hallo, hallo. Ja. Eigentlich kannst du das ja so gut wie rausschneiden, weil wir spielen ja einfach weiter. Ja, das macht man. Ach so. Na gut. Ja. Brutalos, der Wegficker. Und Shepard 82. Zocken jetzt. Sie geht auf meiner Hard Mode von Master Flow. Master Flow. Master Flow. Mit Kraft muss man sprechen. Master Flow. So, jetzt müssen wir diesen bösen Schniedelwutz. Vielleicht soll ich nochmal einen Mongolengesang, würde ich gerade sagen. Klingonengesang anstimmen. Oh. Oh. So, ich würde jetzt erstmal hier. Peitsche ist könnte. Ah, die Peitsche ist schwach, ne? Sind alle. Ich nehme mal das Schwert mit dem Jungen. Knaben, keine Knaben, ist Knaben. Knaben sind so um die 10 Jahre. Knaben, ja gut. Ja, Knabe halt, ne? Und er ist halt als nur noch ein Jugendlicher nicht mehr interessant. Viele. wie war, ja. Dann kriegt die Pussy jetzt die Peitsche. Hat sie schon. Das passt ja super. Ja. Ja, ich hätte gerne ein Stück Wasser der Gezeiten. Danke. Lass uns doch mit dem Wasser der Gezeiten anstoßen. Prosit. Prosit. Prickelt kühl, es prickelt fein, mitten in die Birne rein. Ja. Wasser der Gezeiten. Alles vernichten, Fische! Oh. Naja, nächstes Mal haben wir kein Leben verloren. Na gut, dass du gleich Krafttauch hast. Und viel Bomben. Na gut, dass ich mich nochmal bei Erfahrung auflade. Schwanzlutschende Fische! Boah! Das war schon mal in Ordnung. Fix! Fische geht. Oh! Ah, ihr seid so dreckig! Ich bin tot. Hurenfische! Verdammte Bastard! Bastardar! Hüpf nach oben, komm runter! Ich könnte mir natürlich auch ein Lebenswasser geben. Ja. Weil es ist ja egal, vielleicht sterbe ich ja wahrscheinlich sowieso. Ja, und wenn, dann hast du es geschafft, ist ja dann auch gut.
Ja. Wir werden uns nie wieder ein Lebenswasser kaufen können, aber das ist vollkommen nebensächlich in dieser Situation. Also ein Lebenswasser ist wohl schon noch drin, aber eine Weile ist garantiert nicht. Ja, das... Boah. Also wir gehen... Ich habe schon eine Idee, wie wir unsere Waffen, unsere Zauberlevel vor dem nächsten Endgegner aufstufen werden. Ja, ich war schon. Ja, genau. Oder ich habe noch eine. Gut, Aquarium kostet natürlich gar nichts, aber boah, man muss weiter zu Gegnern laufen. Ich hatte. Alter! Ne, ich kann nicht vergessen, ne? Ist mir zu spät. Ja, ich hab auch versucht, dass du dann weg warst. Boah, ich weiß es auch nicht. Oh, das gibt's doch nicht! Ich werde wahnsinnig! Natürlich ist er weg. Ja, na sicherlich. In den toten Hund einen Bonbon reingelegt und dann war er schon ausgepackt, der konnte ja nicht wieder nehmen. Super, jetzt darf ich hier nochmal einen Bonbon hinpacken. Auch meine nicht so tote Locke. Bis jetzt. Nein! Der Schwert wieder. Ja, das Schwert ist am besten. Das ist übrigens die brutalste Wechselsticker Schwert Schrägeher Methodentaktik. Aber eigentlich macht das Mädchen den kleinen. Ja. Das ist Wer hat überhaupt stehen gegeben? Also sie. Also sie. Also sie, jetzt macht sie das wieder hervorragend. Hört man aber nicht stehen. Ist das ein Trick? Hat Master schon den eingebaut? Gibt's gegen jeden Endboss sowas? Sie peitscht ihn zu Tode. Das verdient der Wichser. Ich bin ein blauer kleiner Schlumpf. Nein, das töte ich nicht. Scheiß Kraftwasser. Lass mal verstehen. Ja, stimmt. Der kann ich nach unten hüpfen. Ist ja logisch. Er hüpft ja nach oben, ne? Also man hüpft nicht da. Also. Wie soll er könnte nach unten hechten, aber das hat er nicht auf dem Wasserflug noch nicht eingebaut. Vielleicht gibt es ja nochmal ein Hardpatch zum Hardpatch. Ja. So hässliche Stück Scheiße. Ja, das ist auch nicht viel, ne? Ja. Aber ich möchte nicht in seinem Inneren sein, außer vielleicht mit einem Teil von mir. Ja. Ja. Na gut, ich weiß jetzt nicht, ob das so angenehm ist, mit einem Saurier zu verkehren. Der hat jetzt nicht. Ja, da ist er. Ja, seine ausgelutschte Pelle nur noch übrig. Ja. Die sind ihm vergangen. Ja. So muss es sein. So, und jetzt kann ich auch gleich Gott sei Dank wieder auf meinen Hauptprotagonisten umschalten. Das Ding ist, ich hatte eigentlich angedacht, dass man. Dass man mit der Koboldin halt die Fische tot zaubert. Geht aber nicht. Sie ist ja gestorben. Ja. Ich danke euch. Mein Name ist Froster. Ich werde euch helfen. Von nun an könnt ihr über meine magischen Kräfte verfügen. Gonzal kann den über meine heime Verteidigungsmagie benutzen. Und Jackie meine Angriffszauber. Nix, Junge. Was nix? Ja, das bist du. Oh, scheiße. Ja, nee. Ja, ich bin der Typ im Scherz. Ja. Du musst lesen, das ist deine Rolle. Ach so. Oh, und ich? Ei! Des Tages wird ein Schwert mächtiger als jeder Zauberspruch von mir sein. Ja, das glaube ich. Schwert ist mächtig, ja. Zur Not kann Gonzal aus deinem Schwert ja eine Eisklinge machen. Dann kannst du die Gegner verzaubern und zu Schneemännern machen. Ja, was für ein toller Zauber. Hier habt ihr noch eine Mana-Waffe. Speer halten. Gehen wir. Spielt sie wie die Anführerin auf. Als wenn sie was könnte, ne? Ja.
Eigentlich nicht, aber sie gibt uns etwas, was wir hier nicht ausschöpfen können, weil Master Flo ja auch die Attribute, nicht die Attribute, sondern die Mana-Punkte, die man für die jeweiligen Zauber braucht, auch hochgesetzt hat. Wie zum Beispiel mal eben die beschissene Frostwelle auf 3 Punkte hochzusetzen von 2. Und wenn wir wissen, was eine Schlammbombe kostet, wahrscheinlich 6. Ich muss gleich mal meine Zauber ausprobieren. Der Handsplitter kostet 2 und der normale Frost kostet 3. Nein, das hier kostet 2 normalerweise. Das weiß ich. Das kostet 3. Das kostet hier jetzt schon 4. Ah. Das kostet 2. Das ist so geblieben. Okay. Also kann ich eigentlich immer Energiesucht benutzen. Dann habe ich mehr von meinen. Wie viel Magie haben wir? Haben wir dafür vielleicht ein bisschen mehr Magie? Nee, ich glaube nicht. Irgendwie. Ja, ich gehe dann mal sterben. Ich werde auch diese Scheiß. Ich mag die Axt gerne, aber ich. Egal, mach einfach einen Gigatod. Meinst du? Ja, oder zwei halt, egal. Also, Hauptsache, erstmal irgendwas zu. Das war nicht gerade mächtig. Nein, aber das ist doch nicht schlimm, es ist halt nicht aufgestuft. Ich werde diese Axt nicht benutzen. Ja, ist ein Wurfinstrument, ja. Das kann man aus der Entfernung benutzen. Das ist sehr praktisch in diesem Spiel. Oh, du behinderter Drecksfeld! Oh, da wird er gleich nochmal getroffen, dieser Hanskopf. Ja, zauber nochmal. Ja, ich will ja jetzt zaubern, aber erstmal muss ich das hier machen, sonst ist gleich wieder alles im Argen. Ja, stell ich doch einfach mal hin, wo der spuckt. Ja, und draußen kommen auch noch mal welche. Ich brauche noch ein bisschen Magie. Ah! Weg hier! Oh, nein! Ihr nutzt uns nichts an! Das Leben, Alter, wie hast du das denn hingekriegt? Ja, das. Brauchst du doch gar nicht. Ach ja, ist egal. Ja, dann mach mal leer. Ja, will ich ja. Das gibt ja Magiepunkte. Ja. Wahrscheinlich nicht so viele. Wie normalerweise. Ja, weiß nicht. Das wäre typisch, sag ich mal. Ah, ist das erbärmlich. Und dann schwindet der Zauber und dann ist hier. Ja, ist scheißegal. Ein paar Sekunden halt, ne? Ja. So hast du drei Tage. Ja, es ist egal, weil das Frostschwert so nützlich ist, wie ja, ein Haufen erbrochen ist. Das kann man eigentlich nur im Feuertempel benutzen. Ja, ja, eigentlich, wenn du so einen Schneemann hast, kannst du vorweglaufen. Ja, stimmt. Ja. Wenn du triffst, bevor er dich tötet. Ja, ja. Vorausgesetzt hast. Ja. Oh, nein. Lava-Tempel. Weiter nochmal. Ja. Ich könnte auch meine Waffen jetzt erstmal, bevor ich speichere und mich andauernd auflade, kurz auf 1 bringen. Meine Zauber. Also die Zauber von ihr. Herzlich willkommen zurück zu Secret of Mana Hard Mode mit die Shepherd 82 und Brutalus der Wegficker. Ja. Wir haben gerade die Heilaura aufgestuft. Die ihr wahrscheinlich aus unserem Wahnsinns-Tutorial schon bekommen habt. Und ja, jetzt begeben wir uns nach Pandora, beziehungsweise ich begebe mich nachdem ich einen Schluck kühles Gedächtniswasser zu mir genommen habe. Gedächtniswasser der Heilaura. Mhm. Und ja, werden wir uns jetzt auf den Weg machen. Ich werde nebenbei noch ein paar Frostzauber machen, leider nicht so viele. Wahrscheinlich nur Energiesog. Weil wir brauchen auf jeden Fall. Probier einfach mal einen anderen aus, vielleicht zieht ihr mehr. Meinst du, die geben uns. Ja, gut, ich könnte es mal durchprobieren. Also, erstmal mache ich jetzt halt, wie viel haben wir überhaupt?
Wir haben 27. Gut, das hast du super gemacht. Da ist eine Blume. So, jetzt machen wir mal den. Ja, das war schön. Erfrischend. So, das waren 9. Das geht aber noch. Ja, das ist passabel, ja. Ah, da sieht man, was kommt hier. Das ist... Sieht mehr als normal? Genau. Waren auch 9, also macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Hätte er ruhig mal einbauen können. So, dann